und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bastle ich mit euch 10 Karten aus diesem DIN A5 Paperblock. Den habe ich euch, glaube ich, in meinem letzten Action-Haul. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es die im Moment bei Action. Ich finde die sehr cool. Da gibt es Glitzerpapier drin. Dann so. Wie nennt man denn das jetzt? Ist er weg. Also spiegelndes Papier. Vellumpapier, bedrucktes Papier, also foliertes Papier mit Mustern, Unipapier. Richtig schön. Und ich habe da noch mehrere Blöcke von. Wenn ihr da auch was von sehen wollt, schreibt mir das gerne nochmal in die Kommentare. Erstmal habe ich jetzt diesen genommen, weil mir die Farben einfach so gut gefallen haben. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich habe da so ein bisschen hin und her probiert, weil das Stempeln auf Vellum, das braucht ewig, bis es trocknet, und ich habe auch eine Karte, da habe ich es voll verwischt. Ich habe jetzt hier einmal für diese Karte ausprobiert, das unter dem Vellum zu stempeln, zeige ich euch gleich. Ich habe hier ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm, dann aus diesem wunderschönen Papier habe ich 10 x 14,5 cm ausgeschnitten. Dann habe ich hier dieses Vellum, dieser Sprechblasenwolke, und einmal habe ich mir hier auf weißen Cardstock alles Liebe gestempelt. So sieht das dann aus. Ich finde, kann man machen. Ist natürlich nicht ganz so schwarz und deutlich, aber irgendwie finde ich es trotzdem richtig schön. Ich habe mal so gemacht in den, bei den folgenden Karten. Ich klebe mir das jetzt hier auf. Wie man Vellum anbringen kann, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ich habe es noch nicht genau geplant, wie ich es mache. Ich glaube, hier setze ich einfach 2 Glitzersteinchen drauf oder 3 oder 4 oder mal sehen, und klebe das da drunter fest. Ich hatte erst überlegt, ob ich noch Glitzerpunkte drumherum mache, aber ich finde diesen Hintergrund so schön. Deswegen lasse ich das so, und Karte Nummer 1 ist fertig. Für die zweite Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dann habe ich hier, ich mache mal wieder das Licht aus, so Holopapier. Das war es, glaube ich, das Wort, was mir gefehlt hat, in 9,5 x 14 cm. Hab hier dieses rosane Papier, das ist aus dem Block, und wieder so eine Sprechblase, da habe ich es oben drauf gestempelt, und aus demselben rosanen Papier habe ich mir Kreise ausgestanzt, die kommen dann hier daneben, das klebe ich mir jetzt auch wieder auf und schneide es dann aus. Es ist immer noch nicht getrocknet. Von gestern an. Oh nein. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob ich das retten kann. So, jetzt geht es wieder einigermaßen. Ich weiß nicht, ob ich die so verschenke. Mal gucken, passt da auf. Also ich habe das Versafein-Stempelkissen genommen. Anscheinend ist das nicht das Richtige. Da muss ich mich nochmal durchprobieren und bei den nächsten Karten aufpassen, dass ich nicht drauf tatsche beim Ausschneiden. Ah, naja, jetzt ist es so, ihr wisst, was ich euch damit zeigen wollte.
Ich klebe das jetzt hier noch fertig auf. Fertig ist die etwas lidierte Karte Nummer 2. So, bei Karte Nummer 3 kann das nicht passieren. Da habe ich nämlich auf dem Cardstock gestempelt. Hier habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dann dieses lilane Unipapier in 9,5 x 14 cm. In derselben Größe das Vellum mit diesen Herzchen drauf. Das kommt hier hinten drauf. Und dann habe ich hier auf dem rosa Herzchenpapier habe ich mir vier verschiedene große Kreise ausgeschnitten und hier ein alles Gute drauf gestempelt und die kommen hier oben drauf. Fertig ist die dritte Karte. Das hier wird sich hoffentlich, denke ich, noch ein bisschen setzen. Aber auch so habe ich keine Klebepunkte, die man sieht hinter dem Vellumpapier. Karte Nummer 4 ist ganz einfach. Ein Kartenrolling 10,5 x 15 cm. Dann habe ich in 14 x 9,5 cm so dieses Hintergrundpapier ausgeschnitten und dann diesen fertigen Spruch, der kommt hier drauf. In alle vier Ecken mache ich mir Klebepunkte und einen Glitzerstein drauf. Das passt auch hier zu diesem silbernen Holo total gut. Und dann finde ich, ist die Karte schon fertig. Und fertig ist Karte Nummer 4. Für die fünfte Karte muss ich wieder das Licht ausmachen, weil die Kamera mit dem Glitzerpapier nicht klar kam. So, und zwar habe ich hier ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm, dann in 11,5 x 12,5 diesen Glitzer-Cardstock, dann hier diesen gestreiften in 10 x 11 cm, dann diesen hier mit dem Muster in 8,5 x 9,5 cm und nochmal das Glitzerpapier in 7 x 8 cm, die bringe ich hier so übereinander an. Dann kommt dieses hier oben drauf und dann drehe ich mir die Karte um und schneide alles, was hier so an den Ecken übersteht, einfach ab. So, ich habe mir hier noch keine Gedanken gemacht, wie ich es festmache, aber ich finde das hier total passend, weil es wie so ein Klemmbrett ist und hier oben ist so ein kleiner Kreis. Da werde ich ein Brett durchstecken und es damit befestigen. Ich muss mir nur mal überlegen. Das soll hier hin. Mal so ein bisschen markieren. Und passt bitte auf die Finger auf, wenn ihr sowas macht. So,
hier. Stecke ich mir den hier durch. Und durch die anderen Lagen. Und klappe mir den dann hier innen auf. Da klebe ich mir dann hier nochmal so einen weißen Cardstock-Kreis einfach dagegen, dass sich da keiner wehtut. Und so finde ich das eigentlich sehr cool. Fertig ist Karte Nummer 5. Für die sechste Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm, in 9,5 x 14 cm. Dieses Hintergrundpapier, dann habe ich mir diese beiden Dinger ausgeschnitten und was drauf gestempelt. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder drauf tatsche. Dann habe ich hier diese, das sind drei so kleine Wimpel. Die kommen noch irgendwie mit drauf. Und habe hier so dünnes Washi. Und ihr seht ja, hier und auch hier sieht es aus wie mit Klebeband angebracht. Und das will ich überkleben mit dem Washi und damit dieses Vellumpapier anbringen. Und fertig ist auch Karte Nummer 6. Für die siebte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Habe mir hier dieses folierte Papier ausgeschnitten in 9,5 x 14 cm. Dann ein Stück von dem lilanen Cardstock. Hier dieses Checkliste, da habe ich was draufgesteppt. Das kommt dann hier drauf. Und zwei Streifen von dem Vellumpapier mit den Herzchen. In 1,5 mal 9,5 cm. Die sollen hier oben und unten drauf und das Ding kommt in die Mitte. Und fertig ist Karte Nummer 7. Hier habe ich einfach ein Streifen Klebeband drunter gemacht. Das fällt nicht stark auf und es sieht trotzdem gut aus. Für die achte Karte, die ist ein bisschen größer, habe ich ein Kartenrolling in 15 x 15 cm. Dann habe ich hier in 14 x 14 cm mir dieses Papier mit den Bläschen ausgeschnitten. Und dann habe ich mir dieses große Motiv aus Vellum ausgeschnitten. Und zwar habe ich hier zwei Ecken gemacht, habe mir dann mit der Nagelschere drumherum und genauso die Ecken in etwas kleiner und so bringe ich mir das hier auf. Thank you.
Und fertig ist Karte Nummer 8. Für die 9. Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm, in 14 x 9,5 cm dieses Motivpapier. Dann hier wieder einen herzlichen Glückwunsch. Diese beiden Streifen, die möchte ich hier anbringen, und dann habe ich noch diese beiden Dinge ausgeschnitten, die kommen auch noch hier irgendwo hin, und befestigen tue ich das Ding mit Washi. Hier habe ich jetzt solider gestreiftes. Und fertig ist Karte Nummer 9. Für die letzte Karte, für die 10. habe ich ein Kartenrolling in 10,5 cm, in 10,5 x 15 cm, so, in 10 x 14,5 cm habe ich dieses Papier ausgeschnitten. Es hat ja so einen leichten Farbverlauf. Auf der anderen Seite habe ich mir ein Stück ausgeschnitten. Da kommt dann hier diese Sprechblase drauf. Und dann habe ich aus den Papieren, die ich so benutzt habe, so ein paar Reste ausgeschnitten in diesem Glitzergrün und Lila. Und die kommen dann hier als Wimpel hin und da drauf kommt dieses. Und fertig ist Karte Nummer 10. Ich zeige es euch nochmal alle nacheinander, wie meistens, wie immer ist nicht. Manchmal sind die Videos schon so lang, dann lasse ich das. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und genau, damit unterstützt ihr mich und ich freue mich darüber sehr. Und wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne kostenlos den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Ja, und jetzt zeige ich es euch nochmal. Karte Nummer 1, Karte Nummer 2, Nummer 3, die 4. Karte, Karte Nummer 5, auch die ist so ein bisschen verschmiert, die ist mit dem Brett, Karte Nummer 6 mit Washi. Ich glaube, ich muss euch mal hochfahren. Ein bisschen rüber. So. Nummer 7. Die 8. Karte. Karte Nummer 9. Und Nummer 10. Ich glaube, Nummer 10 mag ich fast am liebsten. Aber Nummer 1 finde ich auch sehr. Schreibt mir gerne, welche euch am besten gefällt. Das finde ich immer total interessant. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal und wünsche euch alles Liebe. Tschüss!